Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Klein. In diesem Video geht es um das Thema Kontinuitätsprinzip. Ja, was ist damit gemeint mit dem Kontinuitätsprinzip? Ganz einfach, dass das, was du dem Kunden beispielsweise per Telefon kommunizierst, ja, Kontinuität aufweisen muss, wie das, was du per E-Mail kommunizierst, genauso wie das, was du auf deinen sämtlichen Social-Media-Kanälen kommunizierst, genauso das, wie du auf deiner Webseite kommunizierst. Ja, wenn du zum Beispiel in der Telefonakquise sagst, ich biete Produkt ABC und dann auf deiner Webseite zum Beispiel diese ABC-Produkte oder Dienstleistungen nicht wirklich kommuniziert werden, dann ist ja sozusagen ein Kommunikationsbruch und der führt häufig dazu, dass eben nicht das gewünschte Ziel erreicht wird. Zum Beispiel das maximale Online-Vertriebsziel könnte zum Beispiel sein, ja, einen Termin buchen, ja, ein Erstgespräch, ein Workshop etc. pp. Und das ist eben deswegen so wichtig und deswegen dieses Video, weil ich halt häufig sehe, auch bei kleineren Firmen, dass die letztendlich zu viele Dienstleister, zu viele unterschiedliche Entities haben. Ja, da haben sie irgendwie ein Webdesign, irgendwas Web für die Webseite. Die haben aber wieder keine Ahnung von Marketing. Ja, dann haben sie vielleicht nochmal jemanden für Marketing, dann haben sie wieder jemanden, der hat wieder keine Ahnung von Facebook oder LinkedIn und so weiter. Dann haben sie für LinkedIn wieder jemanden und für Facebook wieder jemanden. Und wenn man, sagen wir mal, jetzt hat, viele meiner Kunden sind noch im Startup-Modus, also noch etwas kleiner. Da hat man jetzt noch keine internen Ressourcen für diese ganzen Themen. Da hat man jetzt nochmal für 15 verschiedene Themen jeweils externe Zuarbeiter, die dann sozusagen wieder kommunizieren müssen. Und das ist häufig schon intern in einer Firma schwierig genug. Ja? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, eine kleine Firma bist, mit nur, sagen wir mal, Softwareentwicklerfirma mit 2, 3 festen Mitarbeitern, oder sagen wir mal, mit 5, 6 festen Mitarbeitern oder erst, sagen wir mal, 10 festen Mitarbeitern und hast dann externe Dienstleister und Experten, die vielleicht in ihrem speziellen Fach relativ gut sind, aber sagen wir mal, du hast selber nur intern 5, 6 Mitarbeiter und hast dann letztendlich 10, 15 externe Mitarbeiter oder Agenturen, die dir nur für ein ganz bestimmtes Thema, ja, zuarbeiten, was ja da draußen sehr, sehr stark verbreitet wird durch diese ganz, ganz großen Coachings, die ja sagen, mach dein Agenturgeschäft, ja, spezialisiere dich genau auf nur eine Sache, ja, nur LinkedIn, nur Facebook, nur Unterseiten, nur Short Reels und so weiter, ne? Und wenn du dich so spitz positionierst, kannst du deine Agentur super skalieren, ganz schnell reich werden, ja, weil du letztendlich wie am Fließband deine Produkte, deine Dienstleistungen produktisieren kannst, was zum großen Nachteil des Kunden ist, weil er für jedes Popel-Thema, ja, wieder einen neuen Dienstleister benötigt, die dann sich vielleicht nicht kennen, nicht sich kommunizieren wollen, vielleicht untereinander sich ein bisschen als, ja, what's in it for me, ja, sich fragen, sozusagen, vielleicht sich auch so, teilweise sogar als Mitbewerber sehen. Und dann bist du als Kunde in der Mitte und hast diese 15 verschiedenen Dienstleister und du bist dann sozusagen irgendwie, musst dann dafür sorgen, bist dann der Kommunikationshub auch noch, ja, und hast dafür überhaupt keine Zeit eigentlich, ja. Deswegen ist das ein Modell, das ist für ganz große Firmen, für Konzern-ITs, für Kunden von mir vom letzten Jahr zum Beispiel oder vorletzten Jahr, wo 1500 Mitarbeiter haben, ja, eine VW-Tochter zum Beispiel oder sowas. Die können sich für jedes kleine Teilthema, können sich die irgendeinen Experten raussuchen, weil der Experte